Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Ihr wisst, was Programm ist, und zwar Kuchen. Ich verstehe es immer noch nicht, warum. Aber Kuchen, Leute. Okay, also wir sind wieder hier drin. Ich gucke mal ganz schnell auf unsere Karte. Wir machen uns ja relativ ziemlich gut, uns mit diesen Missionen hier durchzujagen. Und ihr seht auch, es gibt eigentlich gar nicht mehr so viele. Es gibt noch 1, 2, 3. Das ist nicht allzu viel. Also wenn hier nicht irgendwelche krassen Nebenoperationen oder irgendwas noch aufgedeckt wird, dann könnten wir eventuell, naja, vielleicht nicht heute, sage ich mal, also in dieser Folge, aber bald müssten wir tatsächlich mit den Nebenoperationen durch sein. Und dann haben wir halt wirklich nicht mehr viel. Irgendwelche Drohnenrennen oder sowas Lächerliches will ich eigentlich nicht machen, weil ich es an sich schon crazy genug finde, Drohne zu fliegen. Ja, und wenn die letzte Hauptstory angebrochen ist, dann wird die natürlich durchgeballert, sage ich mal. Da freue ich mich richtig drauf. Ich bin sehr gespannt, was das Finale von diesem Spiel ist. Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Und dann war es das schlichtweg. Ja, dann passiert hier nichts mehr. Dann ist das Let's Play irgendwie vorbei. Was ich irgendwie ziemlich, ziemlich krass fände. Aber vielleicht passiert das genauso. Und dann muss ich mir ein neues Let's Play Projekt für die Streams suchen. Oh mein Gott, Alter. Vorsicht. Was ist das denn abgefahrenes? Oh shit. Leute, jemand doxt DedSec-Mitglieder. Was? Wo? Ich habe ein Münztelefon mit angebrachter Hardware entdeckt. Es hat gerade geklingelt und am anderen Ende war eine Tonbandnachricht. Es wurden Namen genannt. Stanley L. irgendwas. Sleek Streak. Nabil Azari? Awazi. Yep, ich kenne Sleek. Verdammt. Das ist gefährlich. Wir müssen das schnell beenden. Hat jemand eine Idee? Kassieren wir die Hardware ein? Nein, lass sie fürs Erste. Ich kann die Gegenseite des Anrufs mit einem Man-in-the-Middle-Angriff aufspüren, aber je mehr Deckung wir haben, desto besser. Ja, mal sehen, ob ich noch mehr gehackte Telefone finde. Okay, aber das klingt ja grundsätzlich nach Spaß, was wir hier gerade machen. Wer bist du denn? Gedächtnis Hafenarbeiter, okay, alles klar. Da lege ich mich auch immer auf eine Bank. Okay, ich würde mal sagen, während wir uns auf die Suche nach weiteren von diesen gehackten Telefonen, zum Beispiel hier ist wahrscheinlich eins, oder? Ja, genau. Hier müssen wir noch hin. Ach, da unten sind noch mehr Telefone. Okay, also während wir uns auf die Suche nach diesen gehackten Telefonen machen, erzähle ich euch mal, liebe Kinder, was ein Man-in-the-Middle-Angriff ist. Also, ne, das ist halt lustig, weil das ist tatsächlich eine der wichtigen, sicherheitsrelevanten Themen. Man-in-the-Middle bedeutet, dass, stellt euch einfach mal vor, ihr habt einen Sender und einen Empfänger. Zum Beispiel, ich schreibe meiner Freundin eine SMS, okay? Und jetzt gibt es den passiven und den aktiven Man in the Middle. Und der aktive, wir fangen mit dem passiven an, der sieht die SMS, ohne dass ich das bemerke. Und der aktive kann die SMS sogar ändern. So, jetzt haben wir einen Man in the Middle-Angriff. Und da gibt es noch viel, viel mehr Variationen. Da kann man so viel geilen Scheiß machen und was weiß ich was alles. Wo muss ich hin? Ich habe doch genau gesehen, ach, da oben ist das? Nee. Hä, es wurde mir doch gerade auf der Karte angezeigt. Willst du mich verarschen gerade? Hä? Aber ihr habt schon gerade gemerkt, dass ich... Bin ich gerade dumm? Ja, da oben wird mir irgendwas angezeigt. Da laufen wir mal da hoch. Aber ich glaube kaum, dass das Handy ist, oder? Check ich gerade auch nicht. Es gibt zum Beispiel einen sehr bekannten Man in dem Mittelangriff, der jeder von euch kennt. Habt ihr euch schon mal in einem fremden WLAN... Warum kann ich da nicht drüber springen? Bin ich behindert? Habt ihr euch schon mal in einem fremden WLAN eingeloggt und dann wurde euch so eine Startseite angezeigt, wo ihr die Benutzungsbedingungen akzeptieren müsst? Das ist ein... Eins abgehakt. So easy? Okay, dann kann ich weiter erzählen. Das ist letztlich ein Man-in-the-Middle-Angriff. Weil, deswegen... Wenn ihr mal eine HTTPS-Seite aufruft und dann diese Portale kommen, dann gibt es ja auch immer so eine Sicherheitswarnung, die gezielt sicher ist, nicht sicher, bla 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 bla. Und das liegt genau daran, weil es ist tatsächlich lustig, wenn man drüber nachdenkt, aber es ist tatsächlich nichts anderes als ein Man-in-the-Middle-Angriff. Euch wird eine andere Seite ausgeliefert, als ihr eigentlich aufgerufen habt, wo ihr erstmal AGBs bestätigen müsst, bevor dieser Angriff quasi aufgegeben wird. So easy ist das. Und das gibt es halt überall in Hotels, in öffentlichen WLANs und so weiter. Und es gibt
lustigerweise halt aktuell noch keinen richtigen Standard dafür. Und deswegen ist quasi der aktuelle Vorgehensweise, die bald nicht mehr funktioniert, wenn nur noch HTTPS verwendet wird, aber ist halt wirklich die empfohlene Vorgehensweise, empfohlen würde ich jetzt auch nicht sagen, aber was halt gemacht wird, ist faktisch ein Man-in-the-Middle-Angriff, eine andere Website ausgeliefert, als die eigentlich bestellt wurde. Und ja, das war's dann. Und das ist dann das, was am Schluss bei rumkommt, ist dann tatsächlich ein Man-in-the-Middle-Angriff. So einfach, so schnell, so easy. Was bist du denn? Seid ihr Katzen? Oh, süß, kleine Hundis, hallo. Wie süß. Ja, wo muss ich jetzt hier das Telefon finden? Es muss ja irgendwo hier an diesem Square sein. Da oben ist es definitiv schon mal nicht. Oh, nee, jetzt sag mir nicht, dass ich jetzt ewig dieses Teil hier suchen muss. Also es muss irgendwo hier sein, so viel ist sicher. Aber es könnte halt überall sein. Oh man, wie unnötig. Warte mal, vielleicht kann ich mit der Drohne irgendwie einmal drum rumfliegen. Die findet das vielleicht ein bisschen schneller. Hat zwar nicht die mega Reichweite, aber vielleicht finde ich's. Außer Reichweite, leck mich, Mann. Das wird ja ewig dauern, wenn ich das so finden muss. Muss ich ja den gesamten Tag, da hinten ist es. Ha! Manchmal hilft so eine Drohne einfach. Wie geil das ist. Also es gibt auch schon Vorschläge, wie sowas gelöst werden könnte. Gerade wie gesagt, weil HTTPS halt den ganzen Plan kaputt macht. Aber aktuell halt noch nicht, ne? Ah ja, da hinten ist es. Aktuell halt noch nicht. Und deswegen... Eins werde ich ja wohl noch brauchen. Ja, eins werde ich wohl noch brauchen, bla 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 bla. Und wenn der jetzt einen Man-in-the-Middle-Angriff versucht, dann muss er halt auch erstmal die... dementsprechenden Angriffsstellen finden. Ich nehme mal an, irgendwie so versuchen sie es zu verkaufen. Oder sie haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht, was eigentlich ein Man-in-the-Middle-Angriff ist, und es klingt halt einfach toll. Fun Fact, das ist einer der Gründe, warum man versucht immer, dass man bei verschlüsselten Nachrichten das Chiffrat, also die verschlüsselte Nachricht, nicht vom Original unterscheiden kann, weil so hat es ein Man-in-the-Middle-Angriff schwerer, dass die eigentliche Nachricht zu lesen, weil er nicht weiß, ob er gerade die verschlüsselte oder unverschlüsselte hat oder in welchem Zustand oder wann er tatsächlich die verschlüsselte oder unverschlüsselte vorliegen hat, weil er sie ja nicht unterscheiden kann oder nicht unterscheiden kann, wann etwas verschlüsselt oder unverschlüsselt ist. Suchen Sie mal so ein paar Hintergrundfakten zu Verschlüsselung und Stuff und so weiter. Okay, vielleicht hat es jemanden interessiert. Jetzt ist der Teil der Mission aber auch sowieso beendet. Kriegst du was, Josh? Ich habe ein paar Telefone infiziert. Ja, ich kriege irgendwas. Die Anrufe werden von einem Gerät abgefangen. Sieht bislang nach einer kleineren Aktion aus. Ist egal, ob sie klein ist. Die könnte riesige Auswirkungen haben. Wir müssen das stoppen. Marcus, ich habe dir die Koordinaten geschickt. Danke, ich sehe es mir an. Alles klar. Das sieht ja aus, als wäre jetzt mal wieder mein Intellekt gefragt, dem ich jetzt endlich mal erklärt habe, wie ein Man-in-the-Middle-Angriff. Also das ist noch viel komplexer und so weiter. Gerade dann, also wenn man zum Beispiel hier am KIT Sicherheit hört, hat man auch super viel damit zu tun, weil man halt ganz, ganz viele Szenarien durchspielen muss. Wo halt, also es ist wirklich auch in der Prüfung so weiter, da kriegst du einfach irgend so ein sicherheitsrelevantes Szenario hingeworfen und musst dich dann damit beschäftigen, ob ein Man-in-the-Middle-Angriff da überhaupt was bringen könnte oder wie man es sicher machen muss, dass der eben gerade nichts mehr bringt und so weiter und so fort. Ja, Missionsziel erfüllt. Das war eine heftige Mission, meine Damen und Herren. Fuck, man, war die heftig. Ich habe die Hardware gefunden. Ich will sie ausschalten, aber ich will auch die Übertragung zum Ursprung zurückverfolgen. Den finden, der dahinter steckt. Je länger das Ding in Betrieb ist, desto riskanter wird es für uns. Eins macht mir Kopfzerbrechen. Wieso Münztelefone? Wieso kein Leak im Internet? Hier spielt jemand Spielchen, zieht eine Riesenshow auf und trollt uns. Eine andere Hacker-Gang? Genau das denke ich. Ich ziehe das jetzt durch. Es ist das Risiko wert. Ja, finde ich auch. Okay, und los geht's. Woo. Okay, sorry dafür. Ich wollte einfach mal dumm Gas geben. Also eine andere Hacker-Game hat es mal wieder auf uns abgezogen, abgesehen. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ihr schon. Wow, dann seid ihr auf jeden Fall weiter als ich. Finde ich cool, dass du das immer erklärst. Ja, keine Ahnung. Also wenn ich halt... Das ist halt so einer der coolen Dinge. So, egal ob ich jetzt Skate spiele oder Watch Dogs oder so. Ich kann halt wirklich was dazu sagen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Ja, easy. Finde ich es halt einfach ganz cool, Spiele zu zocken, wo ich halt auch irgendwie mitreden kann. Egal ob, wie gesagt, Minecraft, Watch Dogs, Skate, wenn man in irgendeiner Art quasi das Let's Play auch tatsächlich durch
durch persönliches Wissen oder so anreichern kann, finde ich es einfach geiler und ich würde das gerne überall tun so. Auch in meinen Vlogs könnt ihr auf jeden Fall erwarten, dass ich immer versuchen werde, das einfach durch persönliche Stories und so weiter einfach spannender zu halten so. Weil ich habe halt schon viel Scheiße gelernt in den letzten Jahren. Die kann man sicher für was Kluges nutzen. Und wenn ich es nur dafür nutze, hier irgendwie Wissen weiterzugeben oder so. Okay, also wir sind irgendwie da, glaube ich. Da oben sind die... Mein Handy hat gerade vibriert, aber ich kann leider nicht hingehen, weil das woanders liegt. Ja, hier oben sind irgendwo die Bad Motherfuckers. Um das mal so auszudrücken. Erklär mal bitte MATLAB. Das ist so das Geile. Ich habe noch nie in meinem Leben was mit MATLAB gemacht. Da sagt ihr jetzt, du spinnst doch, aber es ist halt tatsächlich so. Ich bin irgendwie, ich habe das noch nie in meinem Leben gebraucht. Es gab immer andere Möglichkeiten. Frag mich nicht. Oh je. Ernsthaft, was ist da unten, hä? Muss ich das erst öffnen? Muss ich das nur hacken? Oh Gott, da hatte wohl mal wieder jemand verdammt viel Spaß. Was bist du denn? Hacken für tödliche Explosionen? Nee. Okay, ein Glück, dass wir eine Drohne haben, Mann. Sonst wäre es richtig nervig. Oh Gott. Keine Lust, Alter. Mega keine Lust. Immer sowas. Und dann auch noch so einen linearen Code. Ernsthaft? Das hättet ihr aber auch ein bisschen schwerer machen können. Wow. Das war echt hart. Ich war so gefordert. Mega. Ja, und jetzt? Darf ich mich jetzt mal da reinhacken? Dankeschön. Immer diese anfordernden Spielchen hier. Wirst du nach Watch Dogs was Kreatives streamen? Ich finde das ja schon kreativ genug, muss ich ehrlich sagen. Hier ist es. Finden wir raus, wer sich mit uns angelegt hat. Und lassen ihn bezahlen. Klingt nach Spaßi Spaß. Also da steht einfach nur irgendwelcher Müll. Ich lese das gerade nicht vor. Ich finde die Musik zu gut. Also, dass ihr die Musik so unsauber abbrecht, nehme ich euch ein bisschen übel, okay? Ernsthaft, Mann. Das hätte man besser machen können. Alter, ist das Spider-Man? Habt ihr gerade den Sprung gesehen? Boah, und hier kommt man dann wieder nicht rüber. Tze. Du hattest recht, es ist Primate. Wichser. Die Telefone waren wohl nur ein Testlauf. Die wollen das Lokalradio mit einer Liste unserer Namen hijacken. Naja, wollten sie. Oh, sag mir, wie du sie treffen willst. Ich habe die DadSec-Namen aus ihrem System gelöscht. Die Liste war ziemlich lang. Manche waren erfunden, aber sie hatten ein paar Treffer. Ich habe im Konto dieses Typs ein paar Primate-Namen entdeckt. Du sorgst dafür, dass der Radio-Hijack funktioniert, oder? Ja, aber ich ändere die Playlist. Ich habe den Ort, aber ich muss noch rausfinden, wie sie reingekommen sind. Wer bist du denn? Sah irgendwie aus, als wäre das irgendjemand böser. Ja, nice. Das hat tatsächlich überraschend gut funktioniert. Dann würde ich mal sagen, wir begeben uns so schnell wie möglich. begeben uns so schnell wie möglich dahin. Bewegung! Doch. Oh, da vorne ist Polizei. Ganz schnell weg hier. Boah, aber das ist ein gutes Auto, du. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, damit zu fahren. Nice. Oh, sorry. Habe ich nicht gesehen. Was für eine Scheiße ich aber auch heute zusammenfahre, ey. Aber muss schon sagen, es funktioniert halt auch irgendwie, nicht wahr? So, ich hoffe mal, dass hier am Ende der Straße irgendwie eine Rampe ist, wo man auf die andere Straße kommt. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Ja. Lassen wir durchgehen, würde ich sagen. Oh. Na gut. Also immerhin bin ich unten, würde ich mal behaupten. Ja, ist das noch weit? Hallo? Mama? Oh. Das ist richtig weit. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen es für heute gut sein. Dann war es das mit der heutigen Folge Watch Dogs and Horrors. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und Honigkuchenpups aufhören, Chat zu voll zu spammen, ey. Okay. Das war's für heute. Mach's gut. Bis bald. Und tschüss. Peanut.